was wir da schon mal einsetzen können. Mehr aber auch nicht. Was ist hier? Das ist ein Briefträgerausweis. Und frohe Weihnachten, Mama und Papa. Ich wünsche, dass wir die Festtage mit euch verbringen könnten. Aber wir werden hier bei unserem Hilfsprojekt gebraucht. Wir werden eine Weihnachtsfeier für die Kinder im Krankenhaus ausrichten. In Liebe, Tim. Schau sich das einmal einer an. Der kleine Tim ist erwachsen. Oh ja. Das ist echt cool. Timmy, der kranke Junge aus dem ersten Teil. Mit Ebenezer Scrooge und so, ne? Also beziehungsweise aus dem zweiten Teil. Nur den ersten, den wir gespielt haben, so gesehen. So, was können wir denn mit der Fahne machen? Nix, wie mir scheint. Ach doch, hier. So, zack. Haben wir die Fahne auseinandergenommen und einen Fahnenmast. Aber was uns das jetzt bringt... Ich möchte lieber nicht im Nebel herumirren, okay. Also wirklich gebracht hat uns das jetzt nichts, ne? Oh, wo konnten wir hier den Briefkasten öffnen? Diese Namen kommen mir bekannt vor. Sicherlich haben sie nichts dagegen, dass ich durch ihre Post wühle. Es ist immerhin ein Notfall. P. Cratchit? Naja, mal gucken, wer das ist. Das geht nicht. Dann gucken wir auf die Karte, wo wir jetzt nochmal hin müssen. Hier können wir wieder was erledigen. Vielleicht können wir mit dem Fahnenmast den Hund da befreien. Sehr gut. Zack. Noch ein Puzzleteil. Und hier scheint nochmal eine Fahne hinlegen. Also, ne? Aber na egal. Irgendwie doch nicht. So, und hier nochmal hin. Oh, ich dachte eigentlich, dass wir hier alles erledigt hätten. Ah ja, ein Ausweis, genau. Das war ja das. Briefkastenschlüssel, sehr gut. Mit dem Schlüsselchen gehen wir dann wieder hier zu den Briefkästen lang. Und schließen mal hier auf. Wahrscheinlich kriegen wir dann das letzte Fragment da. Das letzte Tierfragment. Oder halt das Vieh, was hier rein muss. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Zack. Reingesteckt und dann kriegen wir trotzdem das letzte Fragment. Okay, super. Gehen hier hoch. Langsam. Wie schon erwähnt, leert sich unser Inventar. So, und wir haben jetzt nochmal ein ja, typisches Wimmelbild, wie man hier sieht. Vogelglocke, Palmen. So, dann das lösen wir jetzt auch nochmal schnell. Beziehungsweise so schnell ich das kann, ne? So, da haben wir eine Tasse. Lebkuchenmann und Schiff. Ich mache jetzt mal wieder die, die man sofort finden kann, ne? Da ist der Lebkuchenmann. Und ein Schiff. Achso, das ist alles auf dem Regenschirm. Ah, wir kriegen zum Schluss also diesen Regenschirm hier. So, dann zack, da haben wir die Palmen. Hier hängt auch noch was. Der Schneemann, sehr gut. Das ist das Schiff. Hier sind die Kerzen, aber da fehlt noch was, wie mir scheint. Da ist eine Schleife. Hier ist ein Mädchen, scheint aber nicht zu zählen. Dann wird das Mädchen wahrscheinlich zählen. Der Tannenbaum ist der hier. So, jetzt bauen wir noch Glocke und Kerze. Wie gesagt, Kerze ist hier okay. Dann ist da die Glocke. Dann haben wir den Regenschirm der Träume. Sehr gut. So, den will er ja haben. It's the umbrella of good dreams. We can't use this one to defeat the Baron, but it'll help us find the one we can use. Es ist der Schirm der Träume. Wir können ihn nicht verwenden, um den Baron zu besiegen, aber mit seiner Hilfe könnten wir den richtigen Weg finden. Es ist das Tor zu den Träumen. So, sehr gut. Damit haben wir jetzt eine neue Traumpassage. Nur noch zwei Items im Bag.
Ne, es dürfen nur noch, ja, das sind die letzten zwei Items, die wir haben. Überall auf den Straßen liegen Süßigkeiten herum und im Hafen liegt ein wundervolles Schiff. Was für ein toller Traum. So, hier haben wir noch eine Kelle. So, was ist das? Mein Glück, das Boot ist überflutet. Ja, ob das jetzt wirklich so Glück ist. Hier schüffel mal raus, das Wasser. Was haben wir hier jetzt? Ein Enterhaken. Okay, kriegen wir hin. Ich muss erst das Boot reparieren. Ja, hier kommen Enterhaken. Das passt hier nicht. Hier gehört ein zweiter Topf hin. Da haben wir einen Korkenzieher. Okay. So, was ist mit ihm hier los? Okay. Der stürmt einfach mal weg. Wie mir scheint. So, hier ist sonst nichts weiter. Das Boot sollen wir erst reparieren. Das Loch stopfen, ja. Wahrscheinlich mit der Fahne, oder wie? Nee. Okay, wir haben jetzt einen Korkenzieher. Vielleicht brauchen wir den nochmal woanders. Vielleicht müssen wir nochmal... Nee. Ach da, das Fass. Vielleicht mit dem Enterhaken das Fass ranziehen. Sehr gut. Und dann mit dem Korkenzieher das Fass öffnen. Ja, da ist Teer drin. Wie praktisch. Ich muss bloß das Fass irgendwie öffnen. So. Das passt. Wieso passt das nicht? Hä? Das ist doch ein Korkenzieher. Wieso passt der da nicht? Ach so, weil der Teer erst. Ach, alles klar. Man muss den Teer ja abfangen. So, zack. Dann da reinstopfen. Und dann mit dem Boot darüber fahren. In diesem Traum gelten wohl keine physikalischen Gesetze. Ja, ich glaube auch nicht. So, was haben wir jetzt hier? Ein Stern. Alles klar. Was auch immer man mit so einem Stern anfangen will. Ach so, hier so eine Sternentür. Okay, den Topf haben wir dann auch. Drei Sterne brauchen wir insgesamt. So, dann haben wir hier nochmal ein Seil bekommen. Die Truhe ist natürlich abgeschlossen. Wie soll es auch anders sein? Können wir nichts weitermachen. Stellen wir den Topf mal da rein. Kriegen noch mal einen Magneten und noch einen Stern. Was ist? Ich brauche ein Seil. Na, das haben wir ja. So, damit können wir wahrscheinlich wieder aufs Schiff und uns das Teil da hinten holen, ne? So, ein Ankeramulett. Das können wir hier nirgends einsetzen. Hier muss das aber rein. Das Ankeramulett. So, und da haben wir den letzten Stern. Zack. So, so langsam, ne? Wie gesagt, ist unser Inventar jetzt schon fast leer. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich den Stern... Ne, Moment, das war falsch. Wie muss ich das Rätsel jetzt verstehen? Okay, ich klicke einen Stern an. Und die übernehmen dann die Ränder von den anderen Sternen? Oder wie soll ich das jetzt sehen?
Ach, die verlieren immer einen Rand, okay. Nee, er verliert dann einen Rand, okay. Er dann auch. Dann hat er gar keinen mehr. Also er muss zum Schluss dann, weil er hier... Ne, er verliert ja sofort seinen Rand. Das heißt, eigentlich müsste er hier als erstes... Ne, weil er so viele hat, dann er. Dann er, dann er und dann er. So irgendwie, ne? War ja schon so richtig, wie man gesehen hat. Kevin. I'm 8 years old. I've read a lot of books about brave pirate adventures and I've always wanted to be one. Ich bin Kevin und 8 Jahre alt. Ich habe viele Bücher über mutige Piraten gelesen und ich wollte schon immer einer sein. Das ist nett. I wanted to rob ships and steal piastres from their owners. Ich wollte Schiffe ausrauben und Münzen stehlen. I named my cat Captain Silver, but he never answered to that name. So I tied a tin cat to his tail. Ich habe meiner Katze den Namen Captain Silver gegeben, aber sie hört nicht darauf, deswegen habe ich eine Zinkkatze an ihrem Schwanz festgebunden. I locked my parrot Flint in a cage when he refused to repeat back my pirate curses. Ich habe meinen Papagei Flint in einen Käfig eingesperrt, da er meine Piratenausdrücke nicht wiederholen wollte. My parents didn't approve of me becoming a pirate. They made me learn to play the tuba instead, but I broke it. Meine Eltern waren von meiner Idee, Pirat zu werden, nicht begeistert. Sie zwangen mich, die Tuba zu spielen, und ich habe sie kaputt gemacht. To cheer me up, my grandparents gave me a teddy bear. Since it wasn't a spyglass or a pirate schooner, I tossed it in the trash. Um mich aufzumuntern, haben mir meine Großeltern einen Teddybären geschenkt. Doch da er kein Pirat war, habe ich ihn weggeworfen. For my mother's birthday, my sister drew her a daisy. But I tore up the picture. Pirates hate daisies. Zum Geburtstag meiner Mutter hat meine Schwester ihr ein Gänseblümchen gemalt, aber ich habe das Bild zerrissen. Piraten hassen Gänseblümchen. So, jetzt muss ich gerade echt mal gucken. Das habe ich jetzt nämlich nicht gleich sofort im Blick gehabt, das Gänseblümchen. Wo das denn ist? Gänseblümchen? Sie hat es ja gemalt, ne? Muss das denn auf einem Bild sein? Das Gänseblümchen? Oh. For my mother's birthday, my sister drew her a daisy. But a daisy. I tore up the picture. Pirates hate daisies. Daisy. Ja, das sagt total merkwürdig, der Typ. Wo ist denn das Gänseblümchen? Ich sehe das gerade gar nicht. Hier auf der Seite des Bildes wäre es ja unfair, weil hier ja schon, ne? Hier sind ja schon die Sachen drauf. Ich muss mir wieder was wegpacken. Kommt mir so vor, als wenn wir wieder was wegstellen müssten. Ja, war so klar. I stole all my friends' toys. These became my pirate treasure. Ich habe alle Spielsachen meinen Freunden gestohlen. Ich nenne sie mein Piratenschatz. Ich weiß ich, was für dich Spielzeug ist. Everybody thought my attitude was just a mask and that deep down I was a good kid. But they were wrong. Jeder dachte, dass mein Verhalten lediglich eine aufgesetzte Maske ist und ich eigentlich ein gutes Kind bin, aber sie hatten Unrecht. In the end, I quarreled with everyone, locked myself in my room and flew a pirate flag over my bed. Zum Schluss habe ich mich mit allen zerstritten, mich in meinem Zimmer eingesperrt und eine Piratenflagge über mein Bett gehisst. I'd just fallen asleep when Ole Lukoi appeared in my room carrying a torch. He said people should be punished for their bad behavior. Ich war gerade eingeschlafen, als Ole Lukoyer mein Zimmer betrat. Er hielt eine Fackel in seinen Händen. Er sagte, dass Leute für ihr schlechtes Verhalten bestraft werden müssen. Ole opened his umbrella of bad dreams. I realized the error of my ways and apologized to everyone. Since then, I'm decided to become a vet instead of a pirate. Flint and Captain Silver don't seem to like the idea. Ole öffnete den Schirm der Albträume. Ich sah meine Fehler ein und entschuldigte mich für mein Verhalten. Ich entschied mich, Tierarzt zu werden. Doch die Idee scheint Flint und Captain Silver nicht zu gefallen.
So, und damit haben wir auch den Schirm der Albträume. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück zu ihm gehen und dem jetzt auch den Schirm der Albträume geben. The umbrella of bad dreams. I don't like to use it, but in the Baron's case, I'll make an exception. Hey, I could use a little help. I don't much care for stairs. Ah, der Schirm der Albträume. Ich möchte ihn nur ungern verwenden, aber im Falle des Barons mache ich eine Ausnahme. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Treppen sind nicht so mein Ding. Ja, okay, gut, dann würde ich mal meinen, wir müssen jetzt gegenübertreten. Mit dem Schirm der Albträume. Glückliches Ende, okay? My love, who are you? It's as bad as I thought. The Baron has used a love spell on Nina. She can't remember Charlie. The only way to snap her out of it is to give her a strong memory. Es ist genauso schlimm, wie ich gedacht habe. Der Baron hat Nina mit einem Liebeszauber belegt. Sie kann sich nicht an Charlie erinnern. Die einzige Möglichkeit, sie zu retten, ist, ihre Erinnerung wiederzugeben. Jo, das ist natürlich ärgerlich. Aber das kriegen wir hin. Denn das ist ja unser letztes Item. Und damit würde ich sagen, haben wir das Spiel... Moment, haben wir das Spiel durch? Ich hole mir noch hier so eine Statue, mal gucken, ob es stimmt. Mal sehen, ob es klappt. Nina. It's almost midnight. The crystalline mirror should show us the way. Es ist fast Mitternacht. Der Kristall und die Spiegel müssen uns eigentlich den Weg weisen. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Rätsel. Und was müssen wir hier machen? Gucken wir mal. Nimm den Spiegel und lege ihn an der richtigen Stelle ab, um den nächsten Strahl zu sehen. Okay. So, okay, das ist nicht der richtige Spiegel. Das auch nicht. Dann wahrscheinlich der, ne? Oder der. Genau, okay. Na gut, das ist jetzt ein bisschen... Man sieht es halt anhand der Strahlen schon, was das für Spiegel, was da für Spiegel rein müssen. So, ich bin schon fast am Ziel. Info. Nimm die Glasteile von der Uhr und gib sie dem Spielzeug, mit dem sie übereinstimmen. Die Glasteile von der Uhr. So, hier. Das ist deins. Das ist deins. Der Kreis ist deins. Und das Dreieck ist deins. Dong. Dong. Vielen Dank für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Ja, und das war's dann mit dem Zinnsoldaten. Und meine Vermutung, wie man gesehen hat zum Schluss, die ich am Anfang gestellt habe, die Vermutung war richtig. Der Charlie hatte wieder beide Beine, als er zurückverwandelt wurde. Und das habe ich ja gesagt am Anfang, weil wir Zinnsoldat ihn wieder neu aufgegossen haben und ihm beide Beine gegeben haben. Habe ich ja vermutet, dass er jetzt dann auch wieder beide Beine hat. Und das war auch der Fall, wie man ja gesehen hat, aber schade, dass sie darauf halt nicht mehr eingegangen sind, ne? Dass er nicht irgendwie sagt, boah, krass, jetzt habe ich ja wieder zwei Beine. Nö, einfach nur, meine Familie steht in deiner Schuld. Tschüss. Einfach mal rausgeschmissen da aus dem ganzen Laden. Ja, das nächste, nächstes Jahr helfen wir dir nicht mehr, würde ich sagen.
So, ja, und das war's auch schon. Ziemlich kurze Credits. Er lädt jetzt. Und herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt das Hauptabenteuer abgeschlossen, können jetzt das Bonuskapitel spielen. Aber wie gesagt, das machen wir nicht. Denn wenn alles genau passt, dürfte heute Weihnachten sein. Der 24.12. Deswegen schon mal frohe Weihnachten an euch alle. Feiert schön, ne? Und ja, behaltet dieses schöne Spiel in Erinnerung. Soweit euch das gefallen hat, ne? Natürlich nur. Und was bleibt noch abschließend zu sagen? Ja, war für mich wieder ein sehr schönes Erlebnis hier. Und nächstes Jahr bin ich mal gespannt, was dann für eine Geschichte kommt, wenn die Musik immer nicht so laut wird, hier während ich reden möchte. Wenn Elephant Games denn noch ein viertes Weihnachtsspiel machen sollte. Wenn nicht, dann gucken wir mal, was wir dann noch spielen. Aber ja, war ganz schön, muss ich sagen. Und wenn alles auch glatt läuft, und ich werde jetzt hier nichts Falsches sagen, ich mache es einfach mal, weil ich es mir vorgenommen habe, dürfte jetzt gerade zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung von dem Video ein Livestream von mir laufen. Ein Heiligabend-Livestream, den wir ein bisschen Smash Brothers spielen. Um uns die Zeit zu vertreiben, beziehungsweise ihr, damit ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Ich kann mir die Zeit ja sowieso vertreiben. Aber wollte das heute mit euch teilen und deswegen wird jetzt wahrscheinlich gerade zu diesem Zeitpunkt ein Livestream stattfinden. Und ja, dann würde ich meinen, ne? Das war es dann auch mit dem Zinnsoldaten. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen und hat euch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung, wenn ihr sie noch nicht hattet, gebracht. Und ja, fröhliche Weihnachten euch allen, ne? Feiert schön mit eurer Familie, lasst euch nicht in Spielzeuge verwandeln und falls dem so ist, schreibt mir bitte keinen Brief, denn, ja, auch so fies das klingt, aber ich habe gerade mal genug davon, ne? Weil, das macht nur Ärger. Ich feiere einfach für mich selbst, ne? Also bleibt lieber auch alle zu Hause, bei eurer Familie, lasst so einen bösen Baron oder auch so einen bösen Rattenkönig gar nicht in eure Wohnung, ne? Sorgt dafür, dass diese Personen draußen bleiben. Ja, ansonsten bleibt halt nicht mehr viel zu sagen, ne? Tolles Spiel, tolles Projekt, tolle Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch noch tolle Weihnachten und wir sehen uns dann beim nächsten Weihnachtsspiel oder auch an sich, ne, bei meinen anderen Projekten, die aktuell noch so laufen. Da sehen wir uns ja sowieso. Also dann, bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho und tüdelü.